Moin Moin meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Splinter Cell Blacklist. Haben Leute identifiziert, das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer All-Star-Mannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Okay. Wir seilen uns hier ab. Okay. Wir haben die hier. Ja komm, steh doch schneller auf, Dude! Alter! Wenn ich dir anvisieren sage! Dann visierst du gefälligst an, Dude! Ja komm, steh auf. Ich mache aber auch jedes Mal die gleiche Scheiße, ne? Wir seilen uns hier ab. Komm her, Dude. Komm her und zeig dich, Mann. Du Drecksacksau! Ja, ich weiß, das war nicht so gut, ne? Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Du sagst das so einfach, Mädchen. Der nächste LKW fährt ab. Verliert den nicht auch noch, Charlie? Boah, kenne ich gar nicht von dir. Was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht.
Okay, da drüben ist einer. Mann, hat er mich jetzt... Ja, da hat er mich erwischt, ey! Das kann doch einfach nicht mehr wahr sein. Maus, du verpiss dich. Der nächste LKW fährt ab. Ich seh ihn. Verliert den nicht auch noch, Charlie? Oh, kenn ich gar nicht von dir. Was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht. Okay, ich guck jetzt erstmal, ob ich die von oben bekomme. Okay, dann gehe ich mal hier durch. Ich sehe. Da kommt der von hinten. Die kleine Ratte. Der nächste LKW fährt ab. Ich sehe ihn. Verliert den nicht auch noch, Charlie. Humor, kenn ich gar nicht von dir. Was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht. Wir haben nur noch 12 Schuss für die MP. Mann, da klettert auch mal! Ey, da habe ich jetzt mal so richtig schön Sneaky Peaky gemacht, ey, und dann macht der so eine Scheiße. Der nächste LKW fährt ab. Ich seh ihn. Verliert ihn nicht auch noch, Charlie. Oh, kenn ich gar nicht von dir. Tu, was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht. Wir haben den. Wir haben das Sonar. Wir haben die Rauchgranate. Wir haben die Betäubungswaffe. Und wir haben 4x Tränengas. Okay.
Das gibt es doch nicht, ey. Wie die mich da einfach wegschnitzeln. Als ob ich nichts weiteres wäre als irgendwie so ein... Der nächste LKW fährt ab. Ich seh ihn. Verliert den nicht auch noch, Charlie. Humor, kenn ich gar nicht von dir. Tu, was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht. Ja. Okay, du hast doch bestimmt so etwas, ne? Nein, der hat keine Waffe dabei. Wie behindert ist denn das? Die Maus hat da nichts zu suchen, Freunde. Ich glaube, das ist bisher die schwierigste Mission, die ich... Ach, endlich. Boah. Boah, ey. Hiervon haben wir nichts mehr. Hattest du denn wenigstens? Mhm. Den schweren Dschungel werfen wir mal dahin. Okay. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine richtig dicke Wumme. Okay, wir müssen ganz klar hier durch. Ich bin im Büro. Wer auch immer hier war, hat es eilig. Iranische Dokumente. Tippe auf Kurzbrigaden. Das würde ihren Besuch bei Nuri erklären. Scanne jetzt. Der Beweis für eine Verbindung zwischen Iran und Blacklist. Schick das Zeug zu Caldwell so schnell wie möglich. Ladungsverzeichnis. Die letzte Ladung? Ja, das war alles. Gut, alles einsteigen. Wir hauen ab. Die letzte Ladung wird abtransportiert.
Lass Briggs die Stellung wechseln und den Laster ausschalten. Negativ. Wir müssen herausfinden, wo die hinwollen. Ich bringe einen Sender an der Ladung an. Die tragen Schutzanzüge, du weißt nicht, was da drin ist. Hab sicher schon Schlimmeres abgekriegt. Wenn man dich sieht, ist die Mission gescheitert. Du vergisst, mit wem du redest. Okay, unentdeckt bleiben. Ach, ich darf auch keinen erschießen oder was? Bestandteile für eine chemische Waffe. In der Form von VX-Nervengas. Woher wusstest du? Hier ist ein Hinweis. Eine Bombe in einem Schutzbehälter. Ich werde mal reinsehen. Sam, wenn da ein Schutzbehälter ist, haben die Angst, sich was einzufangen. Ich muss den Peilsender dort anbringen, wo keiner nachsehen würde. Ein paar Mikrogramm VX können bereits tödlich sein. Naja gut Leute, das war's jetzt hier erstmal von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Schaut morgen auf jeden Fall auch wieder rein, da geht es weiter. Bis dahin, macht es gut und tschüss.